Hamudi, sag mal, ist das dein Song? Hamudi, ja, aber alt, ja. Heutzutage bessere gemacht. Ja, okay, wo kann man deine neuen Sachen hören? Heutzutage, Bruder. Zeig doch die Sachen von heutzutage, Bruder. Wie heißt der Song denn? Eine Welt, oh. Der eine macht meine Welt, du machst eine Welt. Eine Welt, meine Welt. Oder deine Welt. Das hier, Bruder? Tschüss, Bruder, das ist ja 4 Jahre her. 4 Jahre her, Bruder. Noch nicht. Noch gar nicht, haha, aber bald. Bruder, du willst doch nicht, dass wir jetzt auf was reagieren, was vor 4 Jahre her ist, Bruder. Ja, du weißt, wir sind ehrlich und direkt. Auf korrekt. Okay, dann machen wir den. Ja, Mann, wir gucken auf jeden Fall gleich 7 vs. White, müssen Reaction machen. Safe, Moody. Ey, Hamudi, ich bin jetzt sehr gespannt, Alter, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Alle sind gespannt. Bratemoi. Wer macht diese im Hintergrund? Ist das ein Beat? Ist das ein Sample? Wenn es regnet, lasse ich mich von meinen Gedanken leiten. Ich hab keinen Drang zu streiten, es ist schwer ein Mann zu bleiben, der nicht an sich zweifelt, Gefühle auf einen Platz zu schreiben. Glaub mir, es ist keine Schande anzuzeigen. Geh ich raus, ich... Bruder, was redest du, Bruder? Was? Was sagst du da, Hamudi? Wie ist keine Schande anzuzeigen, Bruder? Gehst Anzeige machen oder was, Bratan? Warte mal kurz. Alle warte, ich verstehe nicht, Bruder. Guck mal, ihr fuckt euch ab über Werbung, Bruder, ne? Ihr müsst einfach abonnieren, Bruder. Abonnieren! Ey, wir hören jetzt nochmal, ich schwöre, Mann. Was ist da los, Alter? Ich glaube, ich habe mich verhört, Bruder. Scheiße, Alter. Hamudi. Vor 4 Jahren. Du wolltest es wissen, Bruder. Mann, ich laufe nicht mehr weg. MMF, wenn du weißt, ich bin echt auf der Street, du weißt, mach es nur noch für mein Chat. MMF, ja, du weißt, ich bin wie für den Essen. Immer wenn es regnet, lasse ich mich von meinen Gedanken leiten. Ich hab keinen Drang zu streiten, es ist schwer, ein Mann zu bleiben, der nicht an sich zweifelt. Gefühle auf ein Platz zu streiten. Ulala! Okay! Hamudi hat den ehrenhaften Abo da gelassen. Okay, komm, komm, Freunde, komm. Wir müssen jetzt einmal auf korrekt reagieren darauf, ja? Weil das Abo natürlich, das hat ja auch ein bisschen Pluspunkte gemacht. Hamudi, wir haben natürlich, drücken wir jetzt 2 Augen zu, Bruder. Der Song ist sehr alt und komm, natürlich, wir sind nicht käuflich, Mann. Hamudi, mach nicht diese. Wir reagieren jetzt auf deinen Song. Du wolltest es wissen, Brate. Guck mal, wir nehmen uns Zeit, Bruder, wir nehmen uns Zeit. Ich will richtig hören, Bruder. Mit Kopfhörer auf laut. Immer wenn es regnet, lasse ich mich von meinen Gedanken leiten. Ich hab keinen Drang zu streiten, es ist schwer ein Mann zu bleiben, der nicht an sich zweifelt, Gefühle auf einen Platz zu schreiben. Glaub mir, es ist keine Schande anzuziehen. Bratan, was sagst du da? Was sagst du, Amudi? Bruder, was sagst du da? Es ist keine Schande anzuzeigen, Bruder. Ich verstehe diese Sache nicht. Erklär mal, was du meinst mit dieser Sache. Was meinst du genau mit diesem Satz? Hamudi, erzähl mal, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese gemacht hast?
Was ist da los, Hamudi? Ich verstehe nicht. Ich fühle auf, ein Platz zu schreiben. Glaub mir, es ist keine Schande anzuzeigen. Ey, Bruder, da bin ich raus, Bruder. Da bin ich raus, Bruder. Was soll noch kommen nach diese? Was soll nach diese kommen, Brate? Ich sterbe vor Lachen gerade, ja? Bin 100% bei dir. Bruder. Ey, du bist nicht bei mir, Bruder. Du bist bei der Police. Du bist bei der Niemals, Bruder. Siehst du, wo ich bin, Bruder? Ich bin nicht da, Bruder. Ich bin nicht da. Okay, komm, ey. Komm, Spaß beiseite, mal komm. Den Gedanken leiten, ich hab keinen Drang zu streiten. Es ist schwer, ein Mann zu bleiben, der nicht an sich zweifelt. Gefühle auf einen Platz zu schreiben. Glaub mir, es ist keine Schande anzuzeigen. Geh ich raus, seh ich wie Wolken diesen Himmel decken. Ich versuch den Sinn zu checken und während ich drinnen rappe, mach ich mir Sorgen um Kinder ohne Licht und Decken. Deren Gesicht zerfetzt ist Kinder, die nach Hilfe betteln. Wir essen Kaviar, sie essen Fladenbrot. Denke ich daran, gelange ich in Atem. Bruder, deine Sache macht keinen Sinn, Bruder. Scheiße, Mann. Du hast voll reingeschissen, Hamudi. Was ist da los, Bruder? Wolltest du jetzt wirklich, dass wir einen Lachkick haben oder was ist deine Intention, Bruder? Scheiße, Bruder. Der Brate sagt einfach, diese Kinder, die kein Licht haben, so, die Stars, die kacken ab. Die Kinder kacken ab, Bruder, die essen Kaviar, Bruder. Die Kinder essen, ey, die kacken ab, Bruder, die essen Kaviar. Bruder, was wie teuer dieses Scheiß. Kaviar ist verdammte Scheiße, Mann. Okay, guck mal, wir verzeihen dir, Bruder. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Bruder, für diese Anzeigen können wir dir nicht verzeihen, Bruder. Für diese Anzeigen. Aber dafür, guck mal, du bist jetzt 23. Das heißt, du warst 19, Bruder. Mit 19 hätte ich auch sowas nicht gesagt, Bruder. Scheiße. Bruder, du musst auf jeden Fall dein Mindset nochmal umdenken, Bruder. Guck mal, das Ding ist ja so. Wir gehen gleich auf diese Thema Anzeigen und so, ne? Aber das Ding ist, Bruder, du hast hier einfach Sätze aneinander gereimt. Weißt du, jemand, der sich damit identifizieren will, der vielleicht denkt, ja, Mann, die armen Kinder, die nichts haben. Auf einmal sagst du, ja, Mann, ey, die essen Kaviar und so. Bruder, weißt du, was ich meine? Bruder, das ist, man merkt, du weißt gar nicht, wovon du redest, Bruder. Du weißt nicht, was du sagst, Bruder. Und das ist gefährlich, Mann. So, weil sowas kann man dann dir immer vorwerfen, weißt du? Ich weiß ja nicht, ob du noch Mucke machst, nicht mehr Mucke machst, dies, das. Aber okay, komm, wir hören einmal bis zum Ende, okay? Ich mach nur ein bisschen zurück. Morgen, Kinder ohne Licht und Decken. Deren Gesicht zerfetzt ist Kinder, die nach Hilfe betteln. Wir essen Kaviar, sie essen Fladenbrot. Denke ich daran, gelange ich in Atemnot. Die Brüder meiner Freunde waren tot. Ihr könnt's nicht ahnen, doch sie waren, dass uns bald dieselbe Lage droht. Raus aus dem Krieg schaffen nur wenige. Einer von tausend Toten sieht man in den Medien. Man versucht uns zu erledigen. Ich bin Hamudi, lasse meine Meinung in dem Track verewigen. Auf der Flucht, raus aus dem Kriegsgebiet. Irak, ein Land, wo kleine Kinder mit Minen spielen. Eine Welt, die gegen Frieden schießt. Es wird mir viel zu viel, auf diesem Planeten hat man noch nie geliebt. Auf der Flucht, raus aus dem Kriegsgebiet. Palästina, ein Land, wo Kinder mit Minen spielen. Eine Welt, die gegen Frieden schießt. Es wird mir viel zu viel, ein Planet, in der es keine Liebe gibt. Ich sehe Fotos, wo ich in Mamas Arm lag. Bruder, nein. Bruder, sein Stimmeinsatz, Bruder, der hat fast angefangen zu heulen, der Bratan. Ich schwöre, hör mal seine Stimme, ich dachte, der heult jetzt. Ich sehe nur, nein, Bruder. Ich sehe Fotos, wo ich in Mamas Arm lag. Nein, Bruder. Okay, hey, haben wir uns angehört, ja? Haben wir uns angehört, mein Bruder? Okay, was sagt Hamudi jetzt? Brauchst nicht, Chalas, reicht, ich leake jetzt. Okay, leak, Bruder, leak. Was willst du leaken, Bruder? Text ist nicht meiner, ja? Ach, Bruder, hör doch auf, Mann. Ich wurde gezwungen. Same, Bruder. Ey, du machst dich gerade noch schwächer, als das schon ist, Bruder. Die Sache ist schon schwach. Die Sache ist schwach, Bruder. Lass einfach, Bruder. Wir vergessen, Bruder, du weißt. Die Zeit hat alle Wunden, Bruder. Das Ding ist 4 Jahre her. Du wolltest, dass wir jetzt nochmal da reingehen in die Sache. Du wolltest, dass wir die Sache aufmachen, Bruder. Keiner hätte darüber geredet, Bratan. Warum machst du jetzt diese einfach, sag mal, wo einer hat geschrieben und so. Sei doch wenigstens ehrlich zu dir selber, weißt du? Sag einfach, Bruder, du stehst dahinter. Anzeigen ist nichts Schlimmes, ja. Und es ist keine Schande, Bruder, Anzeige zu machen. Das Ding ist, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt versteht mich nicht falsch, Freunde.
Ich will euch jetzt hier keinen Scheiß erzählen. Es gibt Leute, die haben nichts mit der Straße zu tun, die machen keinen Straßenrap, die haben nichts, Bruder. Diese Leute, die gehen zur Polizei, die arbeiten mit Polizei, Bruder. Was sollen die machen, weißt du, was ich meine? Aber Rap, Bruder, Rap kommt von der Straße, Bruder. Weißt du, ich meine, und Rap war schon immer für die Unterdrückten. Und Rap ist aus einer Zeit, Bruder, wo die Polizisten, Bruder, ne? Diese Leute, die Musik machen mussten, weil die sonst keine andere Stimme bekommen haben, keine andere Möglichkeit hatten, gehört zu werden. Das waren damals die Polizisten, die diese Leute unterdrückt haben. Die Sheriffs. Damals hat man diese noch Sheriff genannt. Und wenn wir jetzt mal komplett reingehen in die Materie, in die Geschichte, ja, woher diese Polizisten, Polizei überhaupt entstanden ist, dann waren das damals die Sheriffs, okay, die eigentlich diese Sklaven bewachen sollten, die schwarzen Sklaven. Und deswegen sagen wir, fuck the police, all cops are bastard. Verstehst du? Weil diese, wie nennt man das, Doktrine oder wo die herkommen, wo diese ganze Sache herkommt, das ist nicht korrekt. Verstehst du? So, mein Bruder, und deswegen, ich zum Beispiel, ich bin auch nicht mehr auf der Straße, so wie ich vorher war. Verstehst du? Aber trotzdem, Bruder, diese Anzeige machen und so, Bruder, das ist für mich nicht ehrenhaft. Verstehst du? Du kannst deine Sache immer mit der Person klären. Einer hat dein Auto gekratzt, Bruder, du hast die Person geschnappt, du gehst zu dieser Person, du machst die Sache klar mit der Person, so dass du deine Verantwortung irgendjemand anders abgibst, Bruder, ich bin kein Fan davon. Und du hast hier ein paar Sachen gesagt, Bruder, es ist nicht einfach, ein Mann zu sein und so Sachen, Bruder. Ist auch nicht immer einfach. Ich verstehe, was du meinst, weißt du? Aber am Ende des Tages, Bruder, mit solcher Mentalität, Bruder, dass du deine Sachen nicht selber klärst, Bruder, wirst du auch nie ein Mann sein können, Bruder. Weißt du, was ich meine? Weil ein Mann, der ist jemand, der sich um sich und seine Familie kümmert und sorgt und sorgen kann, Bruder. Das ist nicht jemand, der mit seinen Problemen zu anderen Männern rennt, dass diese anderen Männer seine Probleme klären. Okay, aber wie gesagt, wer nichts mit Straße und Rap und so zu tun hat, Bruder, soll zur Polizei gehen und Anzeigen machen, weil natürlich so alte Leute oder so, eine wird jetzt überfallen, ja, hat keine jüngeren Söhne oder so, die die Sache aufnehmen können. Normal ruft Polizei, weißt du, ich meine? Einer ist vermisst, wurde irgendwie vergeiselt, hat nichts mit diesem ganzen Straßenscheiß zu tun, Bruder, ruf Polizei, Mann. Nein, Bruder, hat er so gesagt, Bruder? Ich sehe Fotos, wo ich in Mamas Armen lag. Fast zwei Jahrzehnte später bin ich bei der Polizei unter Vertrag, Bruder. Was redest du, Mann? Das hat er niemals gesagt, so, Alter. Ja, Mann, wir haben verstanden, Bruder, wir haben verstanden. Erstmal ein Bubatz auf den Stress. Ja, Mann. Ich sehe Fotos, wo ich Mamas Arme lag, fast zwei Jahrzehnte später. Bruder, warte mal, Alter. Das muss ich jetzt hier einmal hören, Bruder. Das hat ja niemals gesagt, Bruder. Sie lächelt auf meine Liebe gibt. Ich sehe Fotos, wo ich in Mamas Arme lag. Sie lächelt auf. Aber Bruder, hör doch auf zu lügen, Mann, Alter. Du machst die Sachen noch schlimmer. Du siehst aus, als wäre ob du geschockt wärst, sagt er. Ja, Bruder, wir haben alle den Text selber nicht geschrieben. Du weißt doch. Ich bin geschockt, was da entstanden ist aus diesem Song. Ah, Hamoudi, Bruder, wo bist du? Bist du noch da? Alter, Hamoudi, ja? Ich schwöre, Mann. Der sagt einfach auf einmal, der hat den Text nicht geschrieben. Bratemoi. Okay, komm, ey, haben wir Hamoudi jetzt genug gesagt, ja? Egal, wo ich auch bin, meine Stimme tickelt jeden.